Dann gehe ich einen schnelleren Weg, oder? Guckt euch die Münzen an. Das sind eine Menge Token. Müssen wir kurz warten, bis der Akku wieder aufgeladen ist. Okay. Sind das die Münzen, die pfeifen? Esklaminchen, bis gleich. Also immer wenn irgendwas rumpfeift, haben wir noch da irgendwas rumliegen, rumstehen. Okay. Ich glaube nicht, dass ihr armen Ritter mir dieses Mal helfen könnt. Ich habe aber bisher auch nur die anderen beiden noch getroffen, also nicht den vierten. Hier war ich schon. Irgendwas scheint aber noch über uns zu sein. Okay, wie komme ich da hin? Da vielleicht. Oh.
Nicht jetzt, Bauer. Ich bin auf offizieller Rittermission unterwegs und brauche keine Hilfe von gewöhnlichen Echsen. Vielleicht mit dem Hubschrauber ranfliegen dann. Okay, ich muss aber erstmal gucken, wie ich jetzt hier hochkomme. Ich will erstmal das andere checken. Nicht jetzt, Bauer. Ich bin auf offizieller Rittermission unterwegs. Knefe von gewöhnlichen Echsen. Von gewöhnlichen Echsen. Ja, ja, ja. Okay. Direkt unter mir, oder? Ah, so, gewusst. Hey, verzieh dich, ich brauche deine Hilfe von einem mächtigeren als dir. Also doch, den Helikopter. Okay, probieren wir erstmal den Helikopter. DB-Mädchen, lass es dir schmecken. Bin ich schon wieder so rot? Die Cam macht, was sie will. Hallo, beachtet mich gar nicht. Ich bewundere nur den tollen Teppich. Oh, ist das der kostenlose Taxiservice für Ritter? Könnt ihr mir bitte helfen? Ja, okay. Grandios! Ich hatte heute Morgen hochadligen Stress und habe meinen Busausweis vergessen. Hier ist mein Hinweis. Mich dorthin zu fliegen, mein Kinderspiel nennt... Sofern man alle Bäume kennt. Sofern man alle Bäume kennt. Ist da richtig ein Ziel oder sowas? Grüße, edle Flugkrügertour. Möchtest du deinem Ritter von Hamelot bei einer einfachen Reisequest helfen? Okay. Ausgezeichnet. Natürlich fordert der Kodex der Ritter, dass ich dir nur einen Hinweis auf meinen Reiseziel gebe. Achso, okay. Das Ende des Flugs, es war zu erwarten, ist irgendwo über dem Haus der Karten. Haus der Karten. Haus der Karten.
okay. So wird das Ziel markiert, alles klar. Sehr gut, mechanischer Drachenfreund. Hier eure Belohnung. Ich weiß, wie sehr Drachen Gold lieben. Nice. Hallo, beachtet mich nicht, ja, okay. Mich dorthin zu fliegen, mein Kinderspiel nennt. Sofern man alle Bäume kennt. Golf? Meint er den Golfplatz? Da sind keine Bäume, da sind Palmen. Also mir so ein bisschen, das ist das, was mich so ein bisschen stutzig macht. Sind denn hier sonst noch irgendwo Bäume? Ach, da oben will er hin. Okay. Gefunden. Grandios, von hier aus kann man perfekt den Teppich bewundern. Hier ist eure Belohnung. Ihr habt sie euch verdient. Guten Tag, Metallkrieger. Ich suche nach einem großen Schatz. Allerdings behindert mich derzeit meinem Blähbau. Möchtet ihr diesen tapferen Ritter hier zu seinem Ziel begleiten? Ja. Rauer Kunde, geflügelter Krieger. Der Hinweis auf meinen Zielort lautet wie folgt. Der nächste Ort, man glaubt es kaum, der gute alte Lagerraum. Wo ist denn hier ein Lagerraum? Können hier ein Lagerraum sein.
soll hier ein Lagerraum sein? Was kriegst du da nicht hin, dass immer dieser verlorene Jingle hast? Ich soll das Schweinchen zum Lagerraum bringen. Aber keine Ahnung, wo der Lagerraum ist. Da ist er. Gefunden. Ein guter Flugkrieger, hol mich auf dem Weg nach draußen. Okay. Gut, dann machen wir den hier noch. Tada, ich bin jetzt auch mal da. Hallo Mike, einen wunderschönen Freitag. Schön, dass du da bist. Warum heute so spät? Ist verschlafen? Was denn? Habt ihr nichts gemacht? Ihr könnt es nicht beweisen. Was? Moment, bist du der Kerl, der Leute für lau rumkutschiert? Wie wär's? Tust du mir den Gefallen? Ja. Erste Sahne, gut Kumpel, hier ist mein Hinweis. Okay. Bahn dir den Weg, stürm tapfer vor, bring mich in den Casino-Tresor. Hier gibt's einen Tresor? Ja, ich guck da. Mhm. Ist er beim Dog, ist er? Mittag machen? Hm, was gibt's denn Schönes? Bring mich in den Casino-Tresor. Haben wir den Tresor schon mal gesehen?
Saustark. Das war eine krasse Fahrt. Nun gut, vergiss deine Belohnung nicht. Du bist in Ordnung. Hier fehlt irgendwo eine Münze. Habe ich die irgendwo nicht eingesammelt? Also entweder fehlt mir nur noch eine Münze oder 11. Keine Münzen, arme Sau. Das ist ja was Neues, ne? Mach den Tresorraum auf, Schnauzer. Wir möchten was haben. Ich werde diese nutzlosen Spielautomaten zu Silberpfützen einschmelzen. Hier sind noch zwei Münzen, warum kann ich die nicht nehmen? Ganz ehrlich, keine Ahnung, wo der letzte Pagey oder die letzte Münze oder die letzten 11 Münzen sein sollen. Keine Ahnung. War eigentlich überall. Mein Plan. Nächster Level. Weit wieder.
Die zählen auch mit, ja? Seid gegrüßt, alte Freunde. Der nächste Gratis-Trick ist genau das, worauf ihr gewartet habt. Er lässt euch durch die Lüfte fliegen, wie ein Adler, der eine Schlange trägt. Endlich, ich dachte schon, du würdest uns nie etwas Nützliches beibringen. Um Flapsflug zu starten, halte einfach LT gedrückt und drücke dann X. Dann kannst du mit A fliegen und mit L runterkommen. Und damit habt ihr nun alle meine Gratis-Tricks erlernt. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Buchwelt, Kumpels. Es hat mich sehr berührt. Bis bald, Trouser. Man gewöhnt sich dran, Mike. Man gewöhnt sich dran. Kann ich selber fliegen. Vor die Toilette hier. Ballons. Wo müssen die Kamera so nah drin? Okay, Peachy. Die nur einsammeln oder? Also berühren schon mal nicht. Sondern? Was zum Teufel soll ich hier machen?
Kein Plan, was die von mir wollen hier. Hier sind wir jetzt. Fertig! Ja, GZ! Party! Na, für seine 7 Aufträge, Mike. Jetzt macht er erstmal 7 Kreuze. Plus 2 Reifen? Also. Durstkrebs. Zwölf Pages. Ja, komm mal. Ja.
15 Pilze bräuchte noch. Wir geben dir Bescheid, wenn wir erweitern wollen, Pidgey. Ein paar mehr Sammelobjekte wären jedenfalls nicht schlecht. Hab dann noch 35. Diese Messeaufträge hast du in 2 Tagen gemacht? Nice. Das Schlachtfeld wird größer, was? Passt da draußen auf euch auf, Kids, und kommt nicht zu mir, wenn ihr Lust auf eine neue Mission habt. Kommt nicht zu mir, wenn ihr Lust auf eine Mission habt. Goldmünzen und Silbermünzen. Mal klappt es mit diesem Rüberlecken und mal nicht. Das ist sehr inconsistent. Ich hätte so die Farbe ändern müssen oder so. Also wenn gelb leuchtet, dass es dann rot leuchtet oder so. Und wen jetzt darfst. Hallöchen. Ich muss außen nochmal lang, wa? Das war hier jetzt hier nur für den Geist, oder was?
So, von Hannover nach Sophia Möbellieferung. Hannover! Liegt hier mal in Preußen nicht oder so? In der Nähe und endlich mal eine Stadt, die ich kenne. Sonst waren hier immer komische Städte. Ich finde es welche komische Städte. So was wie Berlin, Dresden oder mit. Komische Städte. Komische Städte. Das sind ja nicht. Darf ich gar nicht rein, aber. Achso, ich muss fliegen, wa? Ja, stimmt. Wir haben einen neuen Skill gekriegt. Dann benutze ich. Ein bisschen rausfliegen, jetzt drehen. Die Steuerung nehme ich. Rotterdam und noch drei andere, okay. Wurdet ihr alle vernichtet? Was ist denn los hier? Wir wurden nur geschubst. Ah, nice. Hey, Trouser, wie läuft das Geschäft? Komm mitnervt. Trouser ist über den Markt auf diesem Planeten hinausgewachsen. Es ist Zeit, dass ich mein Geschäft mit Tricks und gefälschten Designunterhosen im Raum und Zeit aus. Trouser ist da
oben so eine große Nummer, dass ein paar Monde sich bereits überlegen, mein Geschäft zu umkreisen. Mein lieber Herr, Bescheidenheit. Weniger Gelaber und mehr Aktion, bitte. Zeig uns doch die Angebote. Jawohl, Fräulein. Du wirst nicht glauben, was für Schnäppchen ich in dieser Welt anbieten kann. Im Weltraum gibt es keine Steuern. Und deswegen kosten die jetzt 120 und 150, oder was? Naja, nicht ganz. 100. Um sich abzufangen, oder das Gleichgewicht zu halten. Mädchen, ist aber gemein, du. Sonarschild. Ich verwende dieses, um verrücktes Fass und Anfassen zu hindern. Achso, Fans, verrückte Fans. Oh mein Gott. Erste Wahl. Bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Ja. Mit diesem nächsten Trick verhindert Trouser, dass durchgeknallte Fans ihn in der Öffentlichkeit anfassen. Ja klar, wer will schon deine Schuppen anfassen? Mit dem Sonarschild bist du für kurze Zeit vor allem Schaden gefreit. Halte einfach LT und drücke Y, um ihn auszuführen. RT und Y, okay. Yeah. Vergiss nicht, dass er nur für eine kurze Zeit währt. Trouser GmbH übernimmt keinerlei Haftung für jegliche Streitigkeiten, die du anzettelst. Yeah. Das war's schon. Kommt bald wieder. Ja, ja, du hast ja nichts mehr. Naja, hält aber die ganze Zeit, oder nicht? Gut aussieht. Kommt was Neues? Natürlich nicht. Ich bin nichts freigeschaltet. Nein, die Natur ist gemein. Das ist nicht erfunden. Damit ist das beschlossene Sache. Hey. Mädchen, wieder die Freundlichkeit in Person höchst persönlich. Was wollen die von mir zuerst? Beides haben wird.
Kann ich beides haben? Tatsache. Ich glaube nicht, dass das geht. Elektro. Sechs nachsetzen. Für den letzten brauchen wir was? In die Elektro. Habe ich noch nicht, oder? Die Fähigkeit, die er von mir da will. Anscheinend doch. Ja, warum was knistern hier? Ich bin frei, danke. Das war hart da drin mit diesem geisterhaften Barmann. Er hat furchtbare Manieren. Ja, das stimmt, das hat er wirklich. Boom, 21. Dankeschön. Oder meinst du Mienchen, dass er den Schwächeren getötet hat? Naja, nicht getötet, aber verjagt. Chitty Sun. Hey. Ja. Hey, hey. Ja. Hey.
Quark, Grüße, willkommen bei der galaktischen Kraftprobe, dem ultimativen Test für angehende Rekruten. Rekruten? Aber natürlich, wenn du stark genug bist und den Ball nach ganz oben bekommst, dann erhältst du das goldene Artefakt und wirst offiziell eine voll bewaffnete Blamphemie. Blamphemie? Für gewöhnlich nehmen wir keine Außerirdischen, aber dein Grüntum scheint zu passen. Das heißt ja eigentlich außerirdisch. Wir probieren es mal aus, besonders wenn es um goldene Artefakte geht. Das ist die richtige Einstellung. Stellt eure Kraft auf die Probe, indem ihr so hart ihr könnt auf diese Plattform schlagt. Zeigt, was ihr könnt. Ha ha ha!